Ja, grüß euch liebe Grillfreunde. Heute gibt's knuspriger Schweinebauch, das Ganze gesmoked mit Buchenholz und verfeinert mit einer Bacon-Bourbon-Barbecue-Soße. Das Ganze natürlich vom Holzkohlegrill. Dafür brauchen wir einen Schweinebauch mit Schwarte und Haut. Für die Soße Knoblauch, Zwiebel und Bacon. Den Schweinebauch, den schneiden wir uns ein mit einem sehr scharfen Messer durch die Haut und die Schwarte, nicht zu tief, in das Fleisch hineinschneiden, in ca. 2 auf 2 cm große Karos. So sieht das Ganze nachher aus. Die Rückseite streichen wir uns mit Sonnenblumenöl, reiben das ringsherum gut ein, lassen jedoch die Schwarte trocknen. Das Ganze wird jetzt gesalzen, etwas auf die Rückseite und ordentlich Salz auf die Schnittflächen. Das ganze Salz massieren wir gut ein. Den Grill bereiten wir uns vor mit einem Indian Ring mit 20 Briketts. 10 weitere sind durchgeglüht. Die Holzchunks legen wir getrocknet auf. Der Schweinebauch kommt in die indirekte Zone, Grilltemperatur ca. 130 Grad. Für die Soße schneiden wir uns den Bacon in feine Streifen, würfeln die Zwiebel und hacken den Knoblauch. Den Speck, den lassen wir jetzt außen in einer heißen Pfanne, bis die Streifen schön goldbraun sind, gießen ihn durch einen Sieb, fangen unbedingt das Fett wieder auf und trocknen die Streifen auf die Rolle. In dem aufgefangenen Speckfett dünsten wir uns nun Zwiebel und Knoblauch an, löschen ab mit dem Bourbon, geben den Essig mit dazu, Senf, Hot Sauce und natürlich den Ketchup. Alles gut verrühren und einköcheln lassen. Zum Schluss geben wir wieder den knusprigen Bacon mit dazu, rühren um und schmecken ab mit Salz und Pfeffer. Nach ca. 4 Stunden ist der Schweinebauch auch gar. Jetzt rüsten wir um auf eine sehr starke indirekte Zone bei 250 Grad und legen jetzt den Schweinebauch in die indirekte Zone und lassen bei ca. 30 bis 40 Minuten die Schwarte schön aufpoppen. Und dazu ist noch die Bacon Bourbon Barbecue Soße. Ein Traum. Und immer gleich mal probieren. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut mal vorbei auf meinem YouTube-Channel oder bei Instagram. Da findet ihr weitere Grillvideos, Rezepte, Tipps und Tricks rund ums Grillen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Mitch.